Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Blog. Heute gehe ich gerade durch das mittlere Ramtel durch die Gerlinger Straße und wollte mir mal angucken, was es hier so für Weihnachtsdekorationen in den Vorgärten gibt. Vielleicht kriege ich noch ein paar Inspirationen für meine eigenen. So, das ist Fenster Nummer 1. So sieht ein Fenster in der Furz-Weihnachtszeit aus. Mein Friseur ist ein bisschen geschmückt. Die haben sogar eine sehr schöne Dekoration, aber da darf ich gerade nicht reinfilmen, weil der Herrschaften frisiert wird. Und hier ist ein Margaret. So, und wenn wir hier in dieses Mehrfamilienhaus gucken, da sieht man auch nichts Besonderes. Ein paar mickrige Sternchen hängen am Fenster. Mehr nie. So, jetzt stehe ich vor einer Bäckerei. Und hier sehen wir endlich mal ein liebevoll geschmücktes Weihnachtsfenster. Das tut so richtig gut. So, das war jetzt das einzige Fenster, das ich auf meiner ganzen Tour gesehen habe, wo die Leute noch richtig weihnachtlich dekorieren. So, da muss ich jetzt rein, ich muss ein Päckchen. So, auch dieses Hochhaus sieht recht triest aus. An einem Fenster, und zwar am vierten von oben, sieht man, dass Kinder ein paar Sterne ausgeschnitten haben und ans Fenster geklebt haben. Ansonsten ist nichts von weihnachtlichem Schmuck zu sehen. Wenn da irgendwelche Lampengirlanden, die abends angemacht werden, noch irgendwelche Tannenzweigchen oder sonst was. Es ist einfach triest und öde. An diesen Fenstern sieht man so ganz vereinzelt ein bisschen etwas, Sachen, die nachts wahrscheinlich leuchten, ein Sternchen, ein Mond. Das ist ein Behindertenwohnheim. Auch hier keine weihnachtliche Dekoration, die von außen zu sehen ist. Vielleicht haben sie innen ja was gemacht, hoffentlich. So, und im Hintergrund sehen wir Schafe, mal etwas Positives. Ich hoffe, ihr könnt sie gut sehen, obwohl ich jetzt mit dem Smartphone sehr nah ran gezoomt habe. Ich hoffe, dass die Bilder nicht so verpixelt sind. Aber ich schätze, das sind 6 bis 8 Schafe, die da oben weiden. Ist richtig schön, gell? Bisschen Natur. Naja, und Schafe gehören ja auch zur Krippe. Also irgendwo doch etwas Weihnachtliches. So, und hier stehe ich jetzt vor der Freikirche der Emanuel-Gemeinde. Ja, und gut, da ist ein Fenster, das mit Schafen geschmückt ist. Das haben wahrscheinlich die Kinder der Kirche gemacht. Aber es sieht wirklich nett aus. Aber ansonsten auch nichts, was mich vom Hocker reißt. Naja, gucken wir mal weiter. Und das ist ein sogenanntes Freizeitheim, also ganz leger gesagt, für Behinderte. Da können die am Wochenende ihre Freizeit verbringen. Aber wie ihr seht, weihnachtliche Dekoration gibt es hier auch nicht. So, jetzt nähern wir uns einer weihnachtlichen Dekoration. Ja, das ist die Seniorenresidenz, in der ich einmal im Monat einen Bastelnachmittag mache. Aber leider darf ich da momentan nicht rein. A, wegen der Corona-Maßnahmen und B, weil ich eine hartnäckige Erkältung habe, die für mich zwar nicht schlimm ist, aber es könnte sein, dass ich die alten Herrschaften anstecke. Kann ich auch verstehen. Also lassen wir das diesmal ausfallen. Im Januar hole ich das sicher nach. So, das ist die einzige Institution, die sich wirklich Mühe gegeben hat mit einer schönen Weihnachtsdekoration. Oben in der Behindertenwerkstatt an dem Fenster sehen wir auch schön gemachte Kerzen aus Transparentpapier. Könnt ihr mir vorstellen, wenn da hinten eine Kerze hingestellt wird, leuchtet das alles wunderschön. Und an dem Fenster gibt es sogar noch tolle Strohsterne. Ob die selber gemacht sind, es sieht jedenfalls wunderschön aus. Den Schaukasten der Kirche an. Nichts Weihnachtliches drin, nichts Schönes, kein Zweigchen, kein rotes Schleifchen. Ja, wenn die Kirche das schon nicht macht, wie sollen es dann die anderen machen? Also ich finde, dieser Kasten ist so richtig lieblos zusammengestellt worden. Und das für eine Kirche, das muss nicht sein. Oder erwarte ich zu viel? Ich weiß das nicht. Bin ich vielleicht zu sehr romantisch oder irgendwas? Teilt mir doch einfach eure Meinung mit. Ich bin auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram für euch zu erreichen. So, jetzt brauche ich bloß noch ein paar Meter hochgehen und dann bin ich zu Hause. Und auch hier seht ihr, für die abendliche Beleuchtung ist alles schon fest installiert. Aber so sonst, dass irgendwelche mit grünen Tannenzweigen oder mit irgendwas anderem ihr Haus geschmückt haben, nee, das sehe ich nicht. Und das finde ich schade. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Was haltet ihr davon? Ich würde mich über eure Meinung freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, denkt positiv und genießt die Vorweihnachtszeit. Tschüss.